Science within academia is always much easier. Translating that science into action in the real world is 100 times harder. The real challenge really lies there in being able to mathematically formulate that task, to predict what optimal decision that should be taken. Machine Learning ist eine datenhungrige Technologie. Sie will gefüttert werden, um zu lernen. Mit großen Datenmengen kann sie helfen, komplexe Probleme zu lösen. Wie aber können Machine Learning-Modelle intelligente und optimale Entscheidungen treffen, wenn nur wenig Daten vorhanden sind? Der Mathematiker Sufried Sra beschäftigt sich mit komplexen Optimierungsproblemen und der Weiterentwicklung von lernenden Systemen. Während die Finanzwelt heutzutage fast ausschließlich durch Algorithmen gesteuert wird, profitiert das Gesundheitswesen, insbesondere in Entwicklungsländern, nur begrenzt von künstlicher Intelligenz. Almost always there's very little data. But one can't say that, okay, you guys don't have enough data, so sorry, can't solve the problem for you. And what will happen as a result? Well, the gap between them and others will grow even larger. It's important to figure out then from mathematical modeling perspective, how could I design better models so that I can still pull out a lot of information even from small amount of data. Sufried Sra macht Anwendungen dort nutzbar, wo sie gebraucht werden, wie in Sierra Leone, wo es an Medikamenten, Personal und Daten mangelt. Innovativ kombiniert er die Nutzung von Satellitenbildern mit stochastischen Methoden, um die Verteilung von HIV-Medikamenten und anderen limitierten Ressourcen zu optimieren. It's a very resource-challenged country, but they are eager to adopt whatever technology can help them do more with fewer resources. And if there is a chance of having a positive impact on somebody's life with applied version of my research, I find that to be the real motivator. Die Humboldt-Professur bringt Sufried Sra nun an seinen neuen Forschungsstandort, die Technische Universität München.